Hallo und herzlich willkommen zu den Gameswelt News. Heute steht hier mal der Sascha. Wir haben den 31. Mai und folgende Themen für euch, nämlich Call of Duty, Modern Warfare, Baldur's Gate 3, Death Stranding und Ghostbusters The Video Game. Am Donnerstagabend ließen Activision und Entwickler Infinity Ward die Katze endlich aus dem Sack und stellten Call of Duty Modern Warfare vor. Nun gab es erste Informationen zur Kampagne, zum neuen Koop-Modus und zum Mehrspieler-Modus. Und gerade letzterer könnte sehr, sehr interessant werden, denn Infinity Ward hat bekannt gegeben, dass man Crossplay auf allen Plattformen anbieten möchte. Das würde bedeuten, dass ihr zusammen oder gegeneinander spielen könnt, egal ob ihr auf der PS4, Xbox One oder auf dem PC unterwegs seid. Das wäre ein richtig dickes Ding. Und da es bei anderen Spielen bereits der Fall ist, unter anderem ja Rocket League, stehen die Chancen ziemlich gut, dass wir Call of Duty bald zusammen zocken können. Egal auf welcher Plattform. Wäre eine coole Sache. Die Älteren unter euch kennen bestimmt noch Baldur's Gate. Das ist ein absoluter RPG-Klassiker und Baldur's Gate brachte es auf zwei Teile. Und der zweite liegt aber schon eine ganze Weile zurück, nämlich fast 20 Jahre. Der erschien 2000, danach gab es nur noch Remaster. Und was mit Teil 3? Ja, da geht vielleicht was. Denn die Larian Studios, die zuletzt Divinity gemacht haben, haben auf ihrer Webseite einfach die römische Zahl 3 abgebildet. Da ist halt jetzt so ein Bild zu sehen. Und erst dachten alle, hey, das könnte vielleicht Divinity 3 sein. Aber ist es wohl nicht, denn der Twitter-User mit dem Namen Knucken oder Nacken hat die Metadaten eines ebenfalls auf der Website zu findenden Videos analysiert und will herausgefunden haben, dass da explizit Baldur's Gate 3 erwähnt wird, also in dem Text. Wäre natürlich ein dickes Ding, ist noch nicht offiziell, aber die E3 steht ja kurz bevor und entsprechend könnte da ja vielleicht so eine kleine oder größere Ankündigung kommen. Ich persönlich fände es mega geil, ich bin mit den Dingern aufgewachsen und würde mich sehr über Teil 3 freuen. Am vergangenen Mittwoch gab es endlich wieder Infos zu Death Stranding und zwar jede Menge, denn es wurde ein relativ langer und aussagekräftiger Trailer gezeigt, der Spielszenen mit diversen Cutscenes gemischt hat, war auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und in dem Zusammenhang gab es dann auf der Website von Death Stranding auch Infos zum Mehrspielermodus. Den hat das Spiel auch, der läuft aber etwas anders ab, als man es so kennt, nämlich asynchron. Ihr werdet nicht gemeinsam in einem Spiel sein, sondern euch in irgendeiner Form die Spielwelt teilen, euch aber nicht begegnen. Ihr könnt euch aber gegenseitig dennoch helfen, Vorräte unter anderem teilen und auch bestimmte Safe-Houses besuchen, die ein anderer irgendwie geöffnet hat oder schon besucht hat. Darüber hinaus soll es keinen klassischen Tod geben, sondern ihr landet in einer auf dem Kopf stehenden Welt, irgendeine Art Unterwelt, aus der ihr dann zurück in die Welt der Lebenden finden müsst. Das ist genauso verwirrend und spooky wie alles, was man bis jetzt zu Death Stranding gehört hat. Allerdings soll der Tod trotzdem Konsequenzen haben. Jetzt habt ihr wahrscheinlich noch mehr Fragezeichen, ich auch. Das klärt sich aber alles wahrscheinlich, hoffentlich am 8. November, denn dann erscheint das Spiel endlich für die PlayStation 4 und zwar nur für die PlayStation 4. Wir alle wissen, wenn etwas faul ist in der Nachbarschaft, dann ruft man die Ghostbusters. Und das passiert auch bald wieder. Zumindest noch in diesem Jahr, denn es wurde ein Remake angekündigt. Und zwar von Ghostbusters The Video Game. Das war vor 10 Jahren, also 2009, unter anderem für die Xbox 360 und PS3 erschienen und versteht sich als dritter Kinofilm in spielbarer Form. In dem Titel schlüpft ihr in die Rolle eines unbekannten Geisterjäger-Rekruten, der zusammen mit Peter, Ray, Egan und Winston gegen die Gespensterplage in New York kämpfen muss. Da ist nämlich wieder was im Busch und die Geisterjäger ziehen los, schön wieder mit Protonenpacks und allem drum und dran. Und ja, das Ganze wird neu aufgelegt. Wann es genau erscheint, ist noch nicht klar, soll dieses Jahr noch kommen. Habe ich mega Bock drauf, ich liebe die Geisterjäger und es waren die Originalstimmen dabei und das Feeling der Filme war da und es hat einfach mega Bock gemacht. Das spiele ich definitiv nochmal.
Das waren sie auch schon wieder, die Gamesfeld News, heute am 31. Mai. Ich bin immer noch der Sascha in Vertretung der Leute, die nicht da sind und schon langes Wochenende genießen. Und wünsche euch ebenfalls ein schönes Wochenende und sage auf bald. Ciao, ciao.